Wow, das war Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Sie freuen sich zu Recht. Er ist da, der Mann, der diesen Film zu einem Erfolg machen wird, der viele andere vor, allein schon dadurch, dass er mitgespielt hat, erfolgreich gemacht hat, Richard Chamberlain. Hello, good evening, welcome. So, I'd like you to wear this in the left ear. I have to ask. Ah, yes, okay. In this one. Okay. Ja, so, damit das also auch alles ohne Probleme funktioniert, Gespräch wird übersetzt. Wir haben gerade einen Ausschnitt aus dem neuen Quatermain gesehen. Yes. Natürlich lieben Sie alle, vor allem natürlich die Frauen in der Rolle der geistvollen Priester, Künstler, Geigenvirtuosen, Professoren. Jetzt der Draufgänger, der Action-Typ. Haben Sie sich das selber gewünscht, zu sagen, jetzt mal weg von diesen gefühlvollen Geschichten, Power? Yes. Yes, I read the script. Eigentlich ja, ich habe mir es gewünscht. Ich habe das Drehbuch gelesen und es war spannend, es war sehr interessant. Und ich dachte, Junge, jetzt machst du was anderes, ein bisschen was Starkes. Es hatte auch Spaß gemacht, den Film zu drehen. Es ist ja sehr viel Action drin und sehr viel Spannung, auch gefährliche Situationen, spannende Situationen, wie gesagt. Wir haben das Ganze auch in Afrika gedreht, es war sehr, sehr interessant dort. Es wird ein Kinofilm werden. Nun verdanken Sie gerade Ihre Popularität in Deutschland natürlich dem Fernsehen. Shogun, natürlich die Dornenvögel. Das sind alles Rollen gewesen, wo man gedacht hat, da muss erst der Schauspieler da gewesen sein und dann die Rolle. Sie haben Shogun so gespielt, dass man dachte, der ist es wirklich. Das gleiche galt auch für Dornenvögel. Sind Sie darauf stolz, dass man Ihnen die Rollen hinterher immer noch nachträgt? Ja, das ganz Besondere, das ganz Große für mich als Schauspieler ist, dass ich verschiedene Charaktere, verschiedene Menschen verkörpern kann. Das ist das Schöne in der Schauspielerei. Man kann verschiedene Leben leben, sozusagen, verschiedene Rollen übernehmen. Man muss jedes Mal andere Fähigkeiten haben, um eine andere Rolle zu spielen. Und deswegen ist das Ganze besonders interessant für mich. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch jetzt und in der Zukunft. Ich würde nicht gerne wieder die gleiche Rolle spielen. Ich frage mich den ganzen Tag, wie macht er das, dass eigentlich jede zweite Frau, die ihn trifft, ihm sagt, er ist der Tollste? Ist es wirklich so in ihrem Privatleben, dass sie immer wieder, naja, sagen wir mal, gefeiert werden? Also ich kenne keine Frau in meiner Umgebung, die sagt, der gefällt mir nicht. Ist das für Sie eine Belastung? Ich würde Sie ihn tragen helfen. If it's true, it's great. Ja, wenn es tatsächlich so ist, wunderbar, dann freue ich mich. Aber ganz ehrlich gesagt, in meinem Privatleben bin ich ein ganz normaler Mann, sonst gar nichts. Sind Sie eher ein ruhiger Mensch? Also wenn ich überlege, was macht der zu Hause, denke ich immer, der spielt den ganzen Tag Klavier oder irgend sowas. Sind Sie eher ein Schöngeist oder sind Sie mehr einer, der joggt und der Action macht und Tennis spielt? Well, I have many ways of living in my private life. Ich habe verschiedene Lebensstile in meinem Privatleben, verschiedene Dinge, die ich gerne mache. Nachdem ich einen Film gemacht habe oder nachdem ich in der Öffentlichkeit aufgetreten bin, was immer spannend ist und aufregend ist, nachdem ich den ganzen Tag mit anderen Menschen zusammen gewesen bin, ist es oft sehr schön, um alleine zu sein oder nur mit ein paar guten Freunden und einfach sich ganz normal verhalten. Sie kommen mir überhaupt nicht wie ein Amerikaner vor. Mag sein, dass deswegen in Europa und bei uns Ihr Erfolg auch so groß ist. Sie sind so ein Weltbürger. Also Sie könnten eigentlich, und jeder wünschte sich, der könnte mir morgen irgendwo begegnen. Er tut es ja leider nicht. Fühlen Sie sich eigentlich echt als Amerikaner? Ich weiß gar nicht, woher Sie kommen, aus welcher Ecke Amerikas. Also in Dallas sehen die alle anders aus. They are different in Dallas. Die sehen tatsächlich anders aus in Dallas. Das stimmt. I was born in Los Angeles. Nun, geboren bin ich in Los Angeles, also in Kalifornien. Und ich habe eigentlich meistens in Amerika gelebt. 4,5 Jahre allerdings auch in England, in London. Und das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe auch sehr viel in Europa gearbeitet, in Italien, in Spanien. Noch nie in Deutschland, leider. Aber ich würde sehr gerne hier arbeiten. Ich habe auch in Frankreich gearbeitet. Deswegen betrachte ich mich, nun ja, so, als ob die Nationalität gar nicht das Wichtigste wäre. Ich bin vielleicht tatsächlich ein Teil der Welt. Könnten Sie sich vorstellen, in Deutschland zu spielen? Also wir gucken immer neidisch auf Hollywood, da sind die ganz großen Produktionen. Könnten Sie sich vorstellen, wenn irgendein begabter Regisseur käme, ein Produzent, der sagt, ich habe eine tolle Idee, habe nicht das große Geld von Hollywood. Wäre für Sie sowas ein Thema?
Oh, I would love to work. Ich würde es sehr, sehr gerne machen. Ich würde sehr gerne hier arbeiten, ja. Das Geld ist nicht das Wichtigste. Es ist natürlich schön, gut zu verdienen, klar. Aber wenn ein wirklich interessantes Drehbuch daherkommt, ein interessantes Projekt, dann kommt es gar nicht auf das Geld drauf an. Ich würde ja wahnsinnig gerne fragen, ob er mir einen Film macht, aber neben Mike Krüger sah ich halt immer gut aus. Und neben ihm ist das eine andere Geschichte. Richard Chamberlain, Weihnachten, also man stellt sich vor, dass Sie auch einen Christbaum zu Hause haben. Werden Sie Weihnachten irgendwo weihnachtlich verbringen mit Schnee und Bergen oder mehr am Meer? Well, I'll be by the sea this ich werde eigentlich am Meer sein dieses Jahr, zwar mit einem Weihnachtsbaum und auch mit einigen sehr, sehr guten Freunden, aber es wird warm sein und sonnig und es wird Palmen in der Nähe geben und das Ganze halt. Aber natürlich wird sonst die Weihnachtsstimmung echt bei uns auch gegeben sein. Letzte Frage, wir haben Sie natürlich gerade eben als Fernsehgast bei uns gehabt in Dornvögel gerade. Wir warten auf irgendetwas Neues. Wird es eine Serie geben mit Chamberlain wieder im Fernsehen, nach Quatermain im Kino? Yes, I just finished. Richtig, doch. Es wird eine Serie geben. Ja. Ich habe gerade eine Serie fertiggestellt in Madrid und Venedig über das Leben von Casanova. Ein sehr, sehr interessanter Mann. Ein sehr viel beschäftigter Mann übrigens. Können Sie sich in so Leute leicht reindenken? Well, I found it, nun, es war am Anfang recht schwer, denn immerhin spielen wir in Venedig im 18. Jahrhundert und die Leute bewegen sich anders, die machen alles eben sehr viel anders als heutzutage. Und deswegen war es am Anfang ein bisschen schwer, mich einzudenken, aber dann hat es wirklich Spaß gemacht. So, darf ich mich bedanken mit einem Schluck europäischen Champagners? Dankeschön, Richard Chamberlain. Wir werden ihn gleich nochmal in Action erleben. Ich gucke jetzt mal, was im Weihnachtsmarkt los ist. Und Mr. Chamberlain wird uns gleich nochmal begegnen. Thank you for the moment. Thank you for being here. Thank you. Ja, so, das wird verlost. Dankeschön and see you again. Thank you. Bye, Richard Chamberlain. So. Und wir gucken jetzt mal, wie weit wir gekommen sind. Zu Hause nichts mehr. Aber einige, also wenn wir vielleicht mal so bitte ein bisschen, dass unser, kommt ruhig rein, dass wir einfach jetzt hier so gemeinsam Ihnen etwas präsentieren, was wir für Sie gemacht haben. Haltet euch schon mal so ein bisschen, kommt alle so ein bisschen um die Ecke. Wir haben etwas für Sie gebastelt. Das sind Champagnergläser, die wir gleich anbieten werden. Die Antonia. Antonia Garderobe. Die macht immer meine Anzüge. Das ist hier. Ja, Mensch, das ist alle. Und pass auf. Ja, na, na, ist ja. So. Jetzt. Wir haben gebastelt für Sie einen Weihnachtsbaum aus fast 4000 Champagnergläsern. Bitteschön. Und auf das Ding. Haha. So. Und hier. Ist das ein Traum? Vorsicht jetzt. Richard wird also versuchen, das oberste Glas. Very careful. Bisschen höher. Okay. Very careful. 3500 Champagnergläser. Okay. Weiter, weiter, weiter. And carry on. Go on, go on. Oh, wow. Okay. Okay. Take away the first and bring it down. So, yes, und jetzt no. Also, alle Menschen, okay. Zeigt euch doch wenigstens mal zu Hause hier. Immer rein und wir gleich servieren. Okay, maybe you take the first away and take it down. Now? Yeah. Okay. Macht ihm Spaß. Wir können es ja gar nicht letzten Endes. Hopp. Ja. Okay. Er ist in jeder Lage gewachsen. Cheers. Prost. Und wieder runter. So. Meine Damen und Herren, ich würde ja auch gerne servieren, aber wo ist denn noch ein Tablett? Haben wir noch eins hier? Ach ja, so, also, hier, ja, ich muss doch auch hier gleich mal, vielleicht, Frau Barster, haben wir schon, so, hier auf den billigen Plätzen, so, also, oh, zeig doch mal die Kamera, Leute, in dunklen Anzügen, kann einer mal den Kollegen zeigen? Man, das sieht man ganz selten, einen Kameramann, okay, ich bedanke mich, sage auf Wiedersehen, cheers, thank you for being here. Das war in Azura, die letzte Sendung in diesem Jahr. Zum Wohle und auf ein neues im nächsten Jahr. Schön, dass Sie zugesehen haben. Danke sehr und zum Wohl. Auf Wiedersehen.